Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute mal ein kleines Pad angucken, ein Rätselpad, und zwar die Una. Wir wollen uns jetzt erstmal anschauen, wie wir das erspielen können und wie wir sie dann auch ausrüsten können, weil dann ja, das ausgerüstete Pad später für ein anderes Rätsel wichtig sein wird, und zwar für das Balrätsel. Und ja, das werden wir uns jetzt heute angucken. Wird eine längere Reise, sprich, nehmt euch ein bisschen Zeit mit und ich würde sagen, wir steigen gleich mal mit ein. Als allererstes, was ist das Una-Pad? Wir können es uns jetzt einmal angucken. Und zwar müsste das irgendwo hier unten bei mir sein. wo haben wir sie denn? Ich habe jetzt gerade meine ganzen Pet-Battle-Addons ausgemacht, dass ich quasi eine bessere Anzeige habe. Da haben wir sie, Una. Una ist so ein kleines Geistermädchen. Und dieses Geistermädchen können wir uns einmal auf Argus erspielen. Dass wir uns das Pet an sich holen, das nicht kämpfen kann, ist relativ einfach. Ja? Wir werden es dann aber im Anschluss noch ausrüsten, dass wir es dann ja, schlussendlich im nächsten Teil gegen Baal schicken können und da einen kleinen Vorteil haben, beziehungsweise ihm ein bisschen schwächen können. Als allererstes müsst ihr euch einmal nach Argus begeben. Heißt, ja, wenn ihr jetzt in Legion nicht gespielt habt, dann müsst ihr in Dalaran hier einmal die Quest annehmen. Wenn es geht, das Szenario hier überspringen bei Khadgar, wieder einmal hochfliegen nach Dalaran und könnt dann, wie ich hier gesehen habe, im 120er-Char in der Zitadelle dementsprechend die Quest annehmen. Müsst dann nach OG oder SW, je nachdem ob ihr Ali oder Horde seid, und könnt dann quasi über die Exodar auf die Vindicar, und sobald ihr auf der Vindicar seid, habt ihr dementsprechend die verschiedenen Portale und dann müsst ihr einmal nach Antorus. So viel zum Vorgeplänker. Und sobald ihr hier in Antorus seid, müsst ihr hier nach unten, wo ich jetzt etwa bin, bei den Koordinaten 52, 34, und hier Mobs umhauen. Wenn ihr nämlich hier Mobs umhaut, hier gibt es verschiedene so Ritualisten und Verteidiger, die anscheinend eine bisschen höhere Chance haben. Und zwar müssen die ein Item droppen. Ruf des Verschlingers heißt das. Dieses Item brauchen wir. Und sobald wir dieses Item haben, müssen wir anfangen, bestimmte Knochen zu sammeln. Und zwar brauchen wir drei Knochen. Und wenn wir diese drei Knochen haben, können wir einen Boss beschwören. Und der Boss droppt dann auch schon Una. Und dann haben wir den ersten kleinen Schritt abgeschlossen, haben das Pad. Und um es dann aufzurüsten, müssen wir dann noch ein bisschen mehr machen. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal, wo wir die Knochen kriegen. Den ersten Knochen, den haben wir gleich hier hinter uns liegen. Und zwar, wenn wir jetzt hier gucken, der liegt hier direkt an der Säule dran. Und das ist bei den Koordinaten 52, 35. Und den können wir anklicken und damit haben wir hier Scheusalsknochen, den ersten, schon mal eingetütet. Ich kann euch jetzt auf der Karte mal kurz zeigen, wo wir sonst noch hin müssen. Wir müssen einmal hier in die Wichtelhöhle und dann müssen wir noch einmal hier nach hinten. Und schlussendlich tun wir hier mittendrin, relativ in der Nähe, wo wir gestartet sind, einmal unseren Mob beschwören. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich beim nächsten Spot bin. So, dann sind wir am zweiten Spot. Und zwar, wenn wir einmal auf die Map gucken, jetzt hier unten bei den Koordinaten 50, 55. Hier, das seht ihr jetzt gerade schlecht, weil da eine World Quest drüber ist. Und wenn wir dann hier gucken, ist das Ding hier einmal neben dem Buch hinten und da drücken wir drauf. Und dann haben wir auch schon, ja, Knochen Nummer 2 mit einem Namen, den ich nicht aussprechen will. Urzgul Knochen heißt der. Dann würde ich sagen, gehen wir zum dritten. Dann sind wir jetzt am dritten Spot. Und zwar vor der Höhle, hier bei den Koordinaten 65, 27. Und dort müsst ihr quasi einfach hier über die Brücke rüberlaufen, zur Höhle ran. Und in der Höhle ist das Ding auf der zweiten Etage oben quasi. Wir müssen hier reinlaufen. Und dann, wenn ihr die Haar seid, könnt ihr auch links rum. Da könnt ihr, oder ihr könnt versuchen, da hoch zu hüpsen. Aber wir müssen einmal hier rum. Und dann da oben liegt dann der nächste Knochen. Und der, ja, habe ich mir das gerade so ein bisschen angeguckt, habe auch schon die Mobs gekillt, dass ich euch das schnell zeigen kann. Haben wir nämlich hier dann einmal Knochen Nummer 3 und somit, ja, haben wir alles Paletti. Und können dann quasi zu unserem, ja, Boss-Ding gehen und zu unserem Haufen, wo wir dann den Boss beschwören können. Und da werden wir uns jetzt einmal hinbegeben. Ich zeige es vielleicht nochmal auf der Karte. Also hier hinten drin dann, wenn ihr die Höhle reingeht, war der letzte Knochen gelegen. Gut, jetzt sind wir an unserem Beschwörungshaufen angekommen. Und zwar seht ihr hier schon, da können wir draufklicken, sobald wir alle Utensilien zusammen haben. Der ist hier, wo ich am Anfang schon etwa war, bei den Koordinaten 54, 39.
Und dort werden wir jetzt einmal den Boss beschwören. Der dürfte jetzt für mich als 120er kein Problem mehr sein. War aber auch schon damals kein Stress mit einem mit dem gut equipten Char. Ja, das ist halt einfach so ein Elite-Mob. Hier. So ein Verschlinger haben wir hier. Und den klatschen wir jetzt einfach kurz um. Sonderlich stark ist er nicht. Er hat halt relativ viel Leben. Also ihr müsst halt gucken. Der hat halt so viel Leben wie einen Rare aus BFA, ne? Also damals hat man sich da eine Gruppe gesucht. Oder man war halt ein sehr, sehr guter Char und hat den halt langsam runtergeboxt, weil so viel macht der nicht, ne? Der macht hier so einen AE-Effekt. Kriegt man hier einen Debuff drauf. Alles nicht dramatisch, ja? Zack, da geht er down und ihr kriegt halt zu 100% Una und könnt dann das Pad lernen. Und ja, dann können wir das Pad beschwören und dann geht eigentlich auch schon, ja, der nächste Teil weiter. Ja gut, jetzt haben wir Step Number 1 abgeschlossen und müssen jetzt einmal Una beschwören, um sie dann weiter ausrüsten zu können. Und zwar, sobald wir sie beschworen haben, müssen wir jetzt erstmal ein bisschen warten, bis sie einen bestimmten Dialog von sich gibt und dann verschiedene Modes benutzen, um zu checken, ob man quasi ja die richtigen Emotes gedrückt hat, ob das alles gepasst hat, gibt es ein Makro. Und zwar habe ich das jetzt hier einmal gedrückt und man kann quasi schauen, in welchem Schritt man ist und was man quasi done oder not done hat, ne? Und dementsprechend müssen wir jetzt halt erstmal warten, bis sie hier anfängt, ein bisschen was zu erzählen, ne? Und dann müssen wir drei verschiedene Emotes drücken. Und zwar haben wir einmal einen Pfeifen, was wir brauchen als erstes. Dann müssen wir brüllen. Und warte mal, haben wir jetzt schon den ersten? Nee, sie redet noch nicht. Und das letzte, Moment, ich habe mir extra jetzt Makros gemacht, dass ich nicht vergesse, was ich... Ach ja, cry, also quasi weinen. Ne? Das sind die drei Emotes, die wir brauchen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert, bis er anfängt hier... Ihre Sprechblasen zu drücken. So, mal ein bisschen rumlaufen mit ihr. Bei kleinen Kindern soll das helfen. Sie vielleicht anklicken. Wenn ich jetzt einfach mal so versuche, sie anzupfeifen. Ah, okay, jetzt läuft sie rum. Ah, schau mal her. Das hat schon mal geklappt. Warte mal, soll ich jetzt mal das drücken? Ah, wir haben das zweite, haben wir jetzt schon mal. Okay. Also das erste war slash pfeifen, was ich jetzt gemacht habe. Hier, pfeifen müsst ihr machen. Dann müssen wir Nummer 2 machen. Das habe ich hier. Roar, also brüllen ist das. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir brüllen sie jetzt an. Ah, ein Monster. Hilfe, Hilfe. Okay, jetzt schauen wir mal. Hat das funktioniert? Ja, Step 3 haben wir. Okay. Geh weg, Illidan. Was ist sie weg? Okay, jetzt ist sie weg. Ja gut, okay. Wenn ich jetzt einfach Cry mache. Ich glaube, ich musste neu beschwören, kann das sein? Beschwören sie jetzt mal neu. Komm her, Una. So. Ah, ihr seid traurig. Ah ja, okay, sie reagiert auf mich. Gut, dann haben wir die ersten 4 Schritte einmal, ja, fertig. Und dann würde ich sagen, schauen wir gleich weiter, wie es weitergeht. So, dann kommen wir jetzt zum 5. Punkt. Und zwar die letzten Zeilen, die Una noch gesagt hat, wo wir geweint haben, war quasi, dass sie wünscht, sie könnte besser sehen, weil alles so finster ist. Und jetzt müssen wir irgendwo hin, wo es hell ist. Und wo ist es hell? Klar, der Adal, der leuchtet ganz, ganz hell. Und deswegen müssen wir jetzt mit Una einmal den Adal besuchen in Shattrad. Wenn ich weiß, was das ist einmal hier in, nicht in Draenor, sondern in der Scherbenwelt und quasi... die Hauptstadt und ganz in der Mitte ist dann Adal, also quasi hier Wälder von Terrokar halt, hier die Hauptstadt und hier in der Mitte, ne, auf 49, 48, da müssen wir quasi hin und einmal quasi einfach nur Una auspacken und zu Adal hinlaufen. Dann müsste sie eigentlich wieder hier interagieren. Jetzt schauen wir mal, ah, siehst du? Was ist das, ein Licht in der Finsternis? Ist es so hell? Es ist zu hell. Zu hell. Aua, okay. Also das Licht will sie nicht und wir müssen jetzt quasi dann ein anderes Licht suchen. Und ja, sobald wir das andere Licht haben, sehen wir uns gleich wieder. Wir checken jetzt bloß. Genau, Nummer 5 ist quasi abgeschlossen. Wie gesagt, das Makro werde ich euch unten auch in die Infobox dann reinposten, dass ihr das nachbasteln könnt. So, dann kommen wir jetzt zum 6. Punkt und zwar müssen wir jetzt ein neues Licht finden, weil das ja bei Adal ein wenig zu hell war.
Und dazu bin ich jetzt im Eschental unterwegs, und zwar hier auf Kalendor und dann einmal hier unten bei den Koordinaten 18, 41. Dort müssen wir jetzt als nächstes hin. Und da haben wir so ein Licht aus dem Baum raus. Keine Ahnung, ich kenne das nicht mal. Ich wusste nicht, dass das dort ist. Hier müssen wir jetzt einmal unsere kleine Una wieder rauspacken. Una, Una, Una. So, und jetzt müssen wir mal in das Licht laufen und mal gucken, was kommt. Es wird heller. Ich kann sehen, einigermaßen. Okay, gut. Kleine Una. Oh, hallo, wer seid ihr? Ich bin Una. Wollt ihr mein Freund sein? Vielleicht finden wir gemeinsam hier raus. Naja, weiß ich nicht. Braucht keine so kleinen Freunde. Ich wünschte nur, Nuan wäre hier. Er wüsste, was zu tun ist. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, suchen wir mal diesen kleinen Nu. Und ja, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Hinweis quasi wieder. Und jetzt checken wir aber erstmal noch kurz Makro, ob wir jetzt, genau, sechsten Punkt ist einmal abgehakt und dann einmal zum siebten. So, jetzt sind wir beim achten Punkt. Und zwar, ich bin einmal nach Makare, also sprich hier wieder nach Argus, dann einmal Makare und dann bin ich hier oben bei den Koordinaten 23, 57. Ganz hier oben. Und zwar muss man hier durchlaufen und da oben ist auch der Instanzeingang. Und wir müssen jetzt einmal hier auf diese Insel rüberfliegen, ja? Hier, seht ihr, geht's nach unten, da ist nichts gut. Wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir auf diese Insel kommen und von dieser Insel mit dem Goblin-Gleiter rüberfliegen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, die sichere Möglichkeit. Ihr nehmt einen Goblin-Gleiter, den hier, fliegt zu dem ersten Teil rüber. Und dann nehmt ihr einen zweiten Goblin-Gleiter und geht darüber. Das Problem ist, die haben halt irgendwie 2 Minuten ab oder 3 Minuten Abklingzeit. Deswegen werde ich jetzt die unsichere Variante wählen und was ausprobieren. Komm, 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 komm. Yes, I got it. So, jetzt bin ich hier oben. Also ihr müsst, wenn ihr keine Druid seid, DH oder irgendjemand, der sowas kann, müsst ihr halt da einen Goblin-Gleiter nehmen, ne? So, und jetzt muss ich hier. Dann Goblin-Gleiter an und jetzt fliegen wir hier rüber und hoffen, dass es reicht. Also von dieser kleinen Dings quasi auf diese Insel. Und ihr müsst anscheinend diesen Zwischenschritt machen, weil das wird hier eine ganz knappe Angelegenheit. Huhuhu, okay, wir sind jetzt hier drin. Und jetzt müssen wir mit Una irgendwie hier in das Hütchen rein. Und anscheinend muss hier ihr Bär oder irgendwas sein. Genau. Nunu. Genau, da haben wir ihn. Den Bären musste sich holen. Nunu ist hier, um uns zu helfen. Ich wusste, du würdest uns finden, Nunu. Ach so, er hat uns gefunden. Okay, sie hält ihn fest, dass er nicht verloren geht. Okay, jetzt ist Una weg, aber sie hat jetzt, oder jetzt ist sie wieder da, jetzt hat sie den Bären in der Hand. Das ist quasi das erste Ausrüstungsgegenstand-Item, was sie kriegt. Man sieht es jetzt hier vielleicht schlecht, aber da hat sie, hier in der Hand hat sie den Bären, ne? Jetzt müssten wir auch, Moment, wenn wir das einmal checken. Genau, haben wir Punkt 7 abgeschlossen. Ein paar haben wir jetzt noch, die wir abschließen müssen, bis wir fertig sind. Und sie muss jetzt halt nach und nach ihre Ausrüstungsgegenstände kriegen. Jetzt hat sie auch den Bären hier in der Hand. Haben alle Unas? Ja, seht ihr, okay, wenn man mehrere Unas hat, dann haben den alle in die Hand. Kann ich das noch größer machen? Man sieht es echt schlecht, aber die hat da ihren Bären, den sie jetzt auch knuddelt in der Hand. Ja, damit hätten wir Punkt Nummer 7 abgeschlossen und können zum nächsten weitergehen. So, dann kommen wir jetzt zum achten Punkt. Und zwar sind wir jetzt wieder weit gereist. Wir sind einmal bei den Blutmythos-Inseln. Wenn ich weiß, was das ist, einmal Kalendor und hier oben, da wo die Draenei leben. Hier haben wir die Azurmythos-Inseln und hier die Blutmythos-Inseln. Das sind quasi die oberen. Als Hordler muss ich sagen, ein bisschen verzwickt. Wenn ihr hinkommen wollt, müsst ihr einmal hier die Warfront umschalten, dass ihr quasi Danassus wieder habt. Und dann habt ihr hier oben bei Danassus hier ein Portal. Jetzt verklopfen mich die Wachen gerade, wo ihr einmal hier rauskommt und dann lauft halt einmal hoch. Und jetzt müssen wir als Hordler sehr ungünstig gelegen in die Ali-Stadt rein. Hier Blutwacht und hier drin bei den Koordinaten 56, 3, nee, 56, 56 praktischerweise, genau ziemlich in der Mitte, in dem Haus ist dann das nächste Ding dran. So, der irgendwie verfehlt der die ganze Zeit, der reißt irgendwie nicht viel, obwohl er 120 ist. Absorbiert, verfehlt, wunderbar. Wir holen jetzt nämlich Una wieder raus. So, da haben wir sie, ziehen die Wache einfach mit, egal, die kann eh nix.
Und, ach so, da kommt schon die nächste Wache, alles klar. Ist natürlich wieder ideal für Hordler ausgelegt, das Ganze. Und müssen Una irgendwo hier hinkriegen. Wo ist denn jetzt Una hin? Soll ich die Wachen umklopfen? Warte, ich glaube, ich muss Una. Ah, nee, da kommt Una. Die ist ein bisschen langsam. Geht lieber mal in Bären. Eigentlich müssen wir genau irgendwo hier hin. Warte mal, ich drücke mein Makro nochmal. Eigentlich müsste ich genau hier hin. Ah, ne, 15 Meter weiter muss ich noch. Hier, zu dem Tisch müssen wir. Ah, jetzt sagt Una was. Ich hatte auch einmal so einen Zauberstab. Aber ich habe ihn vor langer Zeit verloren. Okay, jetzt müsste sie einen Zauberstab equipped haben, wenn ich meine ganzen Wachen hier loswerde. Sehen wir das vielleicht? Okay, sie ist verschwunden und müsste jetzt neu auftauchen. Genau, da haben wir sie. Jetzt müsste sie einmal einen Zauberstab in der Hand haben. Ja, da seht ihr es. Jetzt haben wir quasi den Zauberstab equipped. Und wir können jetzt auch nochmal gucken. Damit ist Punkt 8 abgeschlossen. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich die nächsten an. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar sind wir jetzt einmal im Schattenmondtal. Aber nicht in dem von, ja, der Scherbenwelt, sondern auf Draenor. Einmal hier zu zeigen, Draenor, dann das Schattenmondtal. Und dort sind wir auf den Koordinaten 56, 41. Und da müssen wir jetzt erstmal wieder unsere kleine Una beschwören, welche ist anscheinend egal, die jetzt mittlerweile Teddybär und Zauberstab dabei hat, wie man hier unten sehen kann. Und jetzt laufen wir einmal dahinter und da müsste sie sich dann eine, ja, eine Krone aufklauben. Hier haben wir nämlich ein Lager. Schauen wir mal, ob sie hier wieder was findet. Eine Krone, oh, wie hübsch. Und die nimmt sie einfach mit, ne? Hier. Ich meine, die Finsternis können wir nicht ohne Krone besiegen. So sind die Regeln. Fühlt sich schon viel besser. Okay, jetzt hat sie eine Krone dabei. So, und jetzt haben wir eine Una mit Teddybär, Zauberstab und einer Blumenkrone ist das, wenn ich das so recht. Ja, es ist so eine Blumenkrone, die sie einfach dem kleinen Kind hier gemopst hat, ne? Ist Papa immer noch auf der Jagd? Nee, der war Zigaretten holen, ist nie wieder gekommen, ne? So, und jetzt müssen wir anscheinend ein bisschen warten. Jetzt müssen wir nämlich. Schauen wir mal, Punkt 9 absolviert haben. Und jetzt müsste eigentlich Una für Punkt 10, müssen wir nämlich gar nicht hier weg. Sie müsste jetzt nämlich irgendwann entführt werden. Vielleicht müssen wir sie nochmal rufen, ich weiß es nicht genau. Oder wir müssen einfach warten. So, sollen wir sie mal. Ich weiß gar nicht, ob ich sie freigeben soll und wieder rufen. Jetzt müsste nämlich die Leere eigentlich sich Una schnappen. Jetzt, ich tue sie mal freigeben und wieder beschwören. Vielleicht hilft es was, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Es hieß eine kurze Zeit, dann wird sie gekidnappt. Ah! Schau mal an, jetzt wird sie gekidnappt. Es ist wieder dunkel, wo seid ihr? Bitte lasst mich nicht zurück. Nein, lasst mich los! Hilfe, Held, bitte helft mir! So, jetzt ist Una gekidnappt. Und jetzt schauen wir mal, jetzt müssten wir eigentlich. Moment. Aha! Nummer 10 haben wir abgeschlossen, jetzt haben wir noch zwei. Und jetzt dürften wir sie nicht mehr beschwören können. Una ist verschwunden. Oh, mysteriös. Also wir können Una nicht mehr beschwören. Und jetzt müssen wir den Shit-Move machen. Bye bye, kleiner Druid. Ich hätte mein Gear ausziehen können. So, da gehen wir hops. Ich hätte mich auch ersaufen können, aber das war der schönere Weg. Jetzt können wir nämlich mit dem Geisterheiler sprechen. Der bringt uns ins Leben zurück. Oder ich suche ein kleines Mädchen namens Una. Habt ihr sie gesehen? Ja, machen wir das doch. Ich kenne das Kind von ihrem Sprechen. Gut, jetzt müssten wir. Schauen wir mal. Oh, falsches Ding. Genau. Wenn wir jetzt mit dem Geistheiler gesprochen haben, haben wir den 11. Punkt abgeschlossen und müssen jetzt nur noch einen einzigen abschließen. Und da begeben wir uns jetzt einmal hin, würde ich sagen. So, dann sind wir jetzt beim letzten Punkt. Und zwar beim Nummer 12. Wir sind jetzt einmal hier in der Drachenöde in Nordend, hier oben. Dann Drachenöde und dann hier unten beim Smaragd irgendwas Drachenschrein. Und zwar ist das bei den Koordinaten 66, 74. Und zwar hier. Und dann müssen wir einmal zu diesem Schädel hier. Und wenn wir den anquatschen, dann kommen wir in ein kleines Szenario rein, was ich ja mir jetzt vorhin schon mal angeschaut habe, um es nett zu sagen. Ich hab kläglich versagt und zwar jetzt schon zweimal. Und ja, hier müssen wir jetzt dieses kleine Szenario spielen. Wir laufen nämlich hier in diesem bisschen düster aussehenden Raum in der Mitte hin.
nehmen dann Una ins Target und drücken ein Makro. Ja, und zwar slash cheer oder auf Deutsch Schrägstrich jubeln. Und dann fängt Una an, ein paar Dialoge von sich zu geben. Hey, seid ihr das? Na, ja, er wird wieder auftauchen, wie versprochen, hin und her. Und die redet jetzt ein bisschen, jetzt ist sie auch noch kalt. Was machen wir, wenn sie kalt ist? Wir nehmen und stellen Feuer hin. Ne? Und sobald wir das Feuer hingestellt haben, erkennt sie uns quasi wieder. Ihr seid das. Sie werden bald hier sein. Und mit sie meint sie so, ja, gruselig aussehende Viecher, die wir jetzt gleich abwehren müssen. Ich laufe weg, so schnell ich kann, aber sie finden mich. Ja, und wir müssen jetzt gegen diese Viecher halt kämpfen, ne? Beziehungsweise nicht kämpfen, sondern wir müssen sie verscheuchen. Und ganz wichtig ist, macht euch schon einmal ein Makro mit slash hug oder halt slash umarmen, je nachdem. Und wir müssen dann nämlich Una anvisieren und das drücken, das Makro, oder es halt im Chat einfach nur eingeben. Das habe ich nämlich jetzt zweimal verkackt, ja, und wir müssen jetzt im Chat drauf achten, wann sie zum Rumweinen anfängt, ne? So, aber als allererstes müssen wir jetzt ein bisschen Viecher abwehren. Und zwar sehen wir da hinten schon mal so ein hässliches. Am besten schaut ihr, dass ihr irgendwo in der Gestalt geht, wo ihr mehr Movement Speed habt als Druid und Schamane, ist das ja möglich. Ich weiß gar nicht, ob man hier aufmounten kannst du nicht, ne? Und ihr seht hier immer diese hässlichen Viecher und man muss quasi in sie reinlaufen. Dann hauen sie ab, weil man hat so ein bisschen Licht um sich rum und die wollen halt zu Una, ne? Also die wollen halt Una verschlingen und wir müssen die quasi abwehren. Und da kommt am Anfang hier noch eins und das werden halt leider immer mehr, ne? Wenn man blöd in sie reinläuft, springen sie auch in die falsche Richtung wieder. Das ist ein bisschen blöd. Der Kollege, der will irgendwie nicht weg. Bleich dich, weg mit dir. Gezücht. Muss halt immer ganz in die reinrennen. Du hast 10 Tries für den Mist gebraucht. Ja, ist, naja. Ich bis jetzt ist jetzt der dritte quasi. Man muss halt gucken, da kommen dann von verschiedenen Seiten welche. Und Una schießt auch mit ihrem geklauten Zauberstab auf diese Viecher drauf und verscheucht sie. Und es werden halt immer mehr. Also am Anfang sind es hier nur ein paar, da habt ihr gerade gesehen, schießt mit dem Zauberstab drauf. Aber irgendwann hast du so viele von den Viechern, dass du nicht mehr gegen ankommst. Und ich habe den Fehler gemacht, nicht auf den Chat zu achten. Und hab die ganze Zeit nur versucht, die Viecher zu verscheuchen. Und das kannst du irgendwann nicht mehr. Irgendwann werden es halt hunderte von den Viechern, ja. Und da bringt es dann auch nichts mehr. Ja, deswegen müssen wir halt ein bisschen drauf achten. Wann sie aufhört, quasi mit ihrem Zauberstab zu schießen und am Rumweinen ist, dann muss man sie nämlich einmal umarmen. Und dann hat man es anscheinend auch geschafft hier. Weg mit dir. Dich scheuche ich mir auch noch weg. So, ihr seht, jetzt werden langsam mehr Viecher. Den noch weg. Diesmal habe ich auf jeden Fall hier ein Auge auf den Chat. Wann sie eine Krise kriegt, die Kleine. Den noch weg. Seht ihr schon? Da hinten im Nebel, da tauchen immer mehr von den Viechern auf. Weiß nicht, ob es da auch eine Bestenliste gibt, wie viele hiervon geschafft. Ich laufe jetzt einfach nur noch einen Kreis hier und verscheuche sie einmal. Oh shit, da sind schon welche ganz schön nah. Oh, Kacke. Weg. Weg, weg. Okay, warte mal, jetzt muss ich sie umarmen. Ich hab sie umarmt, oder? Komm, Una, jetzt mach was. Okay. Irgendwas, die Viecher sind stehen geblieben. Meine Mama hat immer gesagt, das Licht würde mich finden. Ihr seid mein Licht. Oh. Was ist jetzt los hier? Also okay, jetzt waren ja noch nicht viele da. Ich habe das vorher nicht gecheckt, da waren etwa 5-mal so viele Viecher da, aber da war alles voller Viecher, weil ich das nicht geblickt habe, dass ich so umarmen muss, ne? Okay. Mein Licht ist super stark, alles klar. Ich werde nie wieder Angst haben. Okay, hätte ich das am Anfang gewusst, dass das eigentlich so easy ist, dann hätte es mir viel Zeit erspart. Kann wieder sehen, wunderbar. Wir haben es geschafft. Wir haben sie geschlagen, ich wusste es doch. Hier sind anscheinend noch 2. Was ist da los? Schauen wir mal. Auf geht's, gehen wir zum Licht. Ich glaube auch, dass das Licht will, dass man ihm folgt. Das ist wie mit den Motten und dem Licht, ne? Einfach hin aufs Licht, mal gucken, was passiert. Wird bestimmt nichts Schlimmes sein. Warten auf mich. Okay, jetzt haben wir sie quasi erlöst, den Geist. So viele Orte, die ich nur sehen wollte. Mhm. Jetzt am Schluss kann man nochmal so eine kleine World Tour mit ihr machen. Nur ein klein wenig länger. Ja, ich glaube, wir zeigen der Una dann auch die ganz große Welt danach.
Ah, oh, mir sollen Mama und Papa ausrichten, dass er sie vermisst und bald wiedersehen wird. Okay, jetzt können wir gehen. Jetzt mal schauen, wie wir hier wieder rauskommen aus dem Ding. Ah, okay, wir werden automatisch rausgeportet. So, jetzt müssten wir eigentlich 12 von 12 Punkten fertig sein. Schauen wir mal. Und zwar, wir drücken jetzt wieder unser UNO-Makro und ihr seht, 12 von 12 Punkten sind fertig und wir haben jetzt müssten eine völlig ausgerüstete UNO haben. Jetzt beschwören wir sie mal. Und die glänzt jetzt quasi lichtmäßig. Also die Krone haben wir drauf, den Zauberstab haben wir auch, Teddy ist auch am Start und wir haben quasi ein Leuchtelicht. So, UNO ist jetzt einmal komplett hochgebastelt und was jetzt dann quasi im Nachgang noch kommt, ist so eine kleine Welttour mit UNO, wo wir ihr verschiedene Plätze zeigen werden. Und das werde ich jetzt euch auch noch zeigen und ja, ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt als nächstes an. So, dann sind wir jetzt an der Welttour angekommen. Die braucht ihr übrigens anscheinend nicht für Baal, sondern ist einfach nochmal so ein Extra. Und ihr seht schon, Una ist hier schon kräftig am Rumlaufen, am Kichern, alles Mögliche. Denn wir sind am ersten Spot. Ich habe hier auch nochmal ein Makro, da wo man checken kann, was man quasi von der Welttour schon abgeschlossen hat. Und wir sind jetzt beim ersten Step. Und das ist hier bei dem Tor der untergehenden Sonne in Mist of Pandaria im Tal der ewigen Blüten. Und zwar müsst ihr quasi hier in den Innenhof, der etwa bei 8,59 ist. Und hier müsst ihr ein bisschen rumlaufen, bis ihr quasi ihren Dialog einmal am Triggern ist. Und jetzt gucken wir mal, halt, das war das falsche Makro. Wir haben jetzt quasi den ersten Punkt abgeschlossen und können dann aufbrechen zum nächsten Punkt. So, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar müssen wir jetzt einmal nach Nighthold. Und hier seht ihr schon die Koordinaten 62, 83. Das ist quasi hier einmal, müssen wir jetzt nach BFA, die verheerten Inseln, Suruma und dann hier quasi in die Festung nach Nighthold hier unten bei 62, 83. Und ja, da sind auch schon ein paar Feinde, Elitewachen. Vielleicht solltet ihr ein bisschen aufpassen. Wir werden nämlich jetzt einmal wieder Una beschwören. Und gucken, dass wir ihren Dialog getriggert. Ah, schau, da geht schon. Oh, das ist ein schönes Haus, das ich jedes Mal gesehen habe. Okay, gut, den Dialog haben wir schon mal getriggert. Bestimmt eine Prinzessin wohnt da drin. Definitiv, ja. Elisande. Obwohl, das ist eher eine Arkanistin, ne? Die Prinzessin mit ihr spielt, fragt sie. Naja, ich glaube nicht. So, jetzt checken wir mal das Ganze. Ja, wir haben jetzt zwei von acht Punkten. Und dann würde ich sagen, schauen wir gleich mal weiter, wo wir als nächstes hin müssen. So, zum dritten Punkt müssen wir quasi einmal hier zu Crassus Landeplatz und der ist im Dalaran, im Legion Dalaran, hier oben. Sind wir gerade hier hochgeflogen quasi einmal und jetzt packen wir Una wieder aus. Boah, eine fliegende Stadt, ist das euer Ernst? Ja, eine fliegende Stadt. Wie macht sie das? Ja, das freut mich auch. Viele, viele lustige Magier. Wohnt ihr hier? Nee, ich wohne in so einem Baum, ich bin ein Druide. So, jetzt müssten wir den dritten Punkt abgeschlossen haben. Genau, Punkt Nummer 3. Und dann gehen wir weiter zum nächsten. Als nächstes müssen wir dann in die Drachenöde. Und da haben wir unten in Dalaran direkt ein Portal. Und da können wir quasi dann direkt zur Drachenöde. Und hier in der Drachenöde müssen wir aber nicht hier oben hin, sondern wir müssen einmal ein paar Etagen weiter nach unten, da wo der Flugpunkt ist, anscheinend hin. Und zwar fliegen wir da jetzt einmal runter. Hier haben wir den Flugpunkt. Und dann gucken wir mal, dass wir unsere Una wieder beschwören. Na, komm her. Schauen wir mal. Nee, hier geht's nicht. Komm mit. Jetzt laufen wir mal ein bisschen um den Tempel rum. Vielleicht da hinten. Und zwar müsste sie irgendwo hier in der Nähe vom Würmrut-Tempel quasi dann ihren Dialog beginnen. Ah, hier, schau mal an. Ja, die fliegenden Drachen, die sind schön. Größte Turm, sieht aus wie ein riesiges Vogelhaus. Nur Echsenvögel. Definitiv, da hat sie recht, die Una. Naja, mir wurde die falsche Seite gesagt. Ja, so ein Drachen gibt es als Haustier, das können wir machen. So, jetzt checken wir das nochmal hier. Wir sind jetzt bei Punkt Nummer 4 auch abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns direkt den nächsten an.
So, dann sind wir beim fünften Punkt und zwar jetzt im Mount Hiyal und zwar hier oben bei den Koordinaten 59, 24, direkt da, wo man quasi beim Port rauskommt, neben dem Lager, neben Nordrasil. Und dort basteln wir einmal unsere Una wieder raus und laufen mal hier so ein bisschen rum. Dann müssten wir das hoffentlich bald triggern. Ja, okay. Ah, jetzt hat sie einen riesigen Baum entdeckt, die kleine Una. Wie viele Vögel im Baum leben? Bestimmt ganz viele, ja. Ganz, ganz viele. Mindestens 10. Das glaube ich auch, dass mindestens 10 Vögel hier leben. Jetzt gucken wir mal unser Makro an. Halt, das ist das falsche Makro. Das ist das richtige. Und dann haben wir quasi Punkt Nummer 5 auch abgehakt. Wunderbar. Und können dann einmal wieder weiterziehen. So, dann kommen wir zum sechsten Punkt. Und zwar, ihr seht schon, wir sind an einem ganz, ganz hohen Berg. Und zwar im Kunlei, am Kunlei-Gipfel. Das ist einmal hier in Mystofundaria, dann Kunlei-Gipfel und dann hier ganz oben bei den Koordinaten 44, 52. Und hier oben müssen wir dann an der Spitze quasi nochmal unsere kleine Madame rausholen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ah, schau mal, sie triggert schon. Von hier aus kann ich alles sehen. Ganz Kunlei kannst du sehen. Und vielleicht auch ein bisschen andere Gebiete. Ja, wir passen auf, dass wir nicht runterfallen. Also vorsichtig, ja? Ja, ich bin schon vorsichtig. Gut, jetzt checken wir nochmal unser Makro. Und jetzt haben wir quasi 6 von 8 abgeschlossen und 2 Steps noch vor uns. So, dann kommen wir zum nächsten Step. Und zwar müssen wir jetzt einmal quasi hier zum Black Rock. Auf welcher Seite ihr reingeht, bleibt gleich. Ich bin jetzt hier quasi einmal, ja, von oben zum Schwarzfels gekommen. Ist aber wurscht, ihr könnt quasi auch von der Brennensteppe von unten mit reinfliegen. Und sobald wir einmal im Schwarzfels drin sind, müssen wir auf bestimmte Koordinaten, weil jetzt haben wir auch eine neue Map, und zwar auf die Koordinaten 37, 67. Da mache ich mir jetzt mal einen Marker noch. Also hier 37, 67, das ist irgendwo hier unten und zwar hier hin müssen wir. Da fliegen wir jetzt gleich mal hin. Und dann machen wir einmal, ja, holen wir einmal die Una raus. Also irgendwo hier in der Nähe müsste das sein. So. Una beschwören. Wo sind wir? Warum ist hier alles voller Rauch? Da triggert das. Hier, wie das leuchtet, ja, das sehe ich. Leuchtender See. Ja, spring mal rein, Una. Das kommt dir bestimmt gut. Irgendwie seltsam, ja. Gut, checken wir, ob wir das nächste abgeschlossen haben. Yep, wir sind bei 7 von 8 und jetzt müssen wir nur noch zum letzten Teil. Und zwar müssen wir jetzt wieder zurück nach Draenor. Da sehen wir uns dann gleich wieder. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Wir sind nämlich jetzt am letzten Punkt. Einmal hier wieder in Draenor angekommen, im Schattenmontal und dann hier vorm Tempel der Karabor oder Tempel von Karabor. Und dort müssen wir jetzt quasi vorm Haupteingang einmal unser Una-Pet wieder rausholen. Als Hordler wieder, naja, so ein bisschen suboptimal. Aber die Wachen sind nur Level 100, von dem her ist jetzt nicht so wild. So, da holen wir sie raus. Es ist so wunderschön, sagt die Una. Ja, ihr Volk lebt noch. Sie sind nicht alle auf Argus gestorben. Was ein Glück. Ja, bitte, bitte. Habe ich dir doch gern gezeigt, kleine Una. So, und jetzt? Oh, ich bin wirklich ein guter Freund. So, okay. Irgendwann muss ich zu Mama und Papa zurück. Am Ende müssen wir sie jetzt irgendwann noch umarmen, aber noch nicht jetzt, okay? Oh, sie umarmt mich und jetzt tue ich mir auch. Ich umarme auch Una und sie umarmt mich nochmal. Umarmen. Okay, das geht jetzt endlos so weiter. Quasi sobald wir jetzt an dem Punkt sind, haben wir jetzt das Ganze fertig. Wir haben einmal Una komplett abgedatet. Sie hat eine Krone auf, sie hat einen Teddy, einen Zauberstab. Halt, wo ist der Zauberstab hin? Ich glaube, meine Una hat den Zauberstab verloren. Jetzt tun wir sie mal nochmal freigeben und nochmal herholen. Und jetzt quasi, ne, wenn wir sie anvisieren und umarmen machen. Ach, fuck.
dann umarmt sie uns halt auch. Ne? Das ist jetzt halt so das Letzte, was wir noch dazu bekommen, wenn wir die Welttour haben. Und wir haben natürlich die abgedatete Una-Version. Wie gesagt, die Welttour braucht man anscheinend nicht, um dann das Balpad zu schwächen, was wir dann im nächsten Video wahrscheinlich dann einmal durchbasten werden. Ja, dann haben wir quasi damit jetzt alle Una-Schritte abgeschlossen und dementsprechend Una auch soweit aufgewertet, dass wir dann beim nächsten Rätsel um Baal weiter basteln können. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.